Unsere Taschen sind da. Es ist unglaublich. Wir waren heute noch mal in Windhoek, bisschen shoppen, weil wir nicht wussten, ob unser Gepäck nur heute kommt oder nicht. Und ja, es kam an, wir haben es gerade abgeholt und fahren jetzt nach Mariental, und zwar 280 Kilometer. Ja, unsere erste Etappe. Verkehr in Windhoek. So fast wie bei uns zu Hause. Jetzt 150 Kilometer etwa gefahren und ganz plötzlich sehen wir dieses Schild. Ganz berühmt, der Wendekreis des Steinbocks, Tropic of Capricorn. Das da hinten sieht fast aus, als wenn Sandsturm und Regen aufeinandertreffen. So Leute, wir haben hier mal angehalten, weil wir etwas Merkwürdiges gesehen haben. Also nicht die Tankstelle, aber ich glaube, so bei dem Sandsturm machte Tanken mit Sicherheit sehr viel Spaß. Neues Zimmer in Mariental. Wie ihr seht, ein kleines Bett. Diesmal ist es wirklich ein kleines, so wie schon öfter mal angedroht hier. Und es ist im Prinzip ein Raum, in dem alles einmal im Kreis gedreht rundherum verteilt ist. Die Dusche, Waschbecken, Toilette, Schrank, Miniküche, Fenster, Tür und eben unser kleines kuscheliges Bett. So, das AOB Guesthouse in Mariental ist eine tolle Zwischenstation, wenn ihr den Hardabdamm angucken wollt. Da solltet ihr mal locker einen Tag einplanen, um ganz relaxed alle zu sehen und da mal durchzufahren. Und könnt hier günstig übernachten und gut übernachten im AOB Guesthouse. Dort vorne ist die Einfahrt, ein elektrisches Tor. Der Parkplatz ist etwas eng, wenn es voll ist. Das heißt, wenn man mit einem großen Auto kommt wie wir,
dann solltet ihr auf der Straße weit ausholen, um fast senkrecht reinzufahren. Habt hier Parkplätze, abgeschlossene Parkplätze, alles sicher. Und einen fantastisch grünen Innenhof, wo die Zimmer sind. Ich glaube, so viele Zimmer haben sie gar nicht, aber dafür haben sie Bananen. Cool. So, Frühstück könnt ihr hier auch haben. Oder ihr fahrt einfach zum Spar runter und könnt da genauso gut frühstücken. Das muss dann jeder selber entscheiden. So, hier habt ihr den Frühstücksraum. Optional könnt ihr ein Frühstück dazu buchen.